Zwar diesmal eine Person aus unserer Community, okay. Und zwar den guten Oliver. Der Oliver ist 41 Jahre alt, kommt aus Saarbrücken, mag Wrestling und Twitch und ist beruflich Kurier. Und ihr dürft euch jetzt gleich gegenseitig wieder eine Frage stellen. Und dann stellen wir beide dem Oliver, genauso wie jetzt gerade, nur eben einer neutralen Person. Okay. Okay. Ich weiß schon eine Frage. Ja, okay, dann stell sie mir. Hat er heute schon geduscht? Ja, hat er. Ganz klar. Auch wenn er es nicht hat, wird er ja sagen, weil man will sauber wirken. Ja, ist meine Antwort. Ja, aber klar. Das ist dann eine unehrliche Antwort. Das wäre ja, dann ja gut, nein. Wir wissen ja nicht, wie er ist, wie er drauf okay. ist. Wir wissen nee, okay, ja nicht. Warte mal. Dann, nee, dann, warte dann, mal, ja, was jetzt? Dann verfeinere ich die Frage. Okay, dann verfeinere okay, ich okay, Frage. Okay. Hat er sich heute die Haare gewaschen? Ja, natürlich. Jeder Mann wäscht die Haare. Also, ich wäre mir. Wenn ich dusche, wasche ich auch gleichzeitig die Haare. Ja, ich finde auch die. Die also, ich nicht. Frage stellt. Du nicht? Ne? Zeigt nein, sehr viel nicht, wenn ich wasche nicht jedes Mal meine Haare, wenn ich dusche. Echt? Wieso nicht? Weil ich so viele davon habe. Nein, weil ich das nicht mache. Okay, das ist mir. Ich habe noch nie geduscht in meinem Leben, ohne die Haare zu waschen. Nee, also ich schon häufig. Okay, ja? Gut, dann ist das die Frage. Natürlich hat er die Haare gewaschen. Okay. Sagst du. Okay, ja? Jetzt kommt meine Frage. Ja? Wenn er Twitch-Fan ist, war er heute schon auf Twitch unterwegs? Oh. Ich bleibe bei nein. Weil er gearbeitet hat, genießt das Wetter und heute Abend guckt er mal bei Twitch rein. Oh, zwei sichere Punkte, sag ich dir jetzt schon. Okay. Zwei dann ganz sichere Punkte. Ich sehe dich am Freitag auf der Bühne, Steven Gätjen. Würde ich sagen, ruf mir mal bei Oliver an. Ich habe mich mega gefreut, dass Steven Gätjen dabei war. Oliver, auf den ist Verlass, das ist klar. Weil ich klar, hat er die Haare heute mag. Schon gewaschen, wenn nicht sogar zweimal. Ganz sicher. Kommt drauf an, welche Haare, ne? Jetzt ruft mich raus an! Jetzt ruft mich raus da, an! Ey, jetzt ruft raus endlich! Hallo Oliver! Ja, geh ruhig ran, Steven! Warte kurz, Olli! Geh ruhig ran, Steven! Ich war so verwirrt, Ross? Ne? Weil ich habe gedacht, ich wäre echt dran. Hallo, jetzt mein, und hab die ganze Zeit dazwischen Ross, gequatscht. Ich haben sie echt beim, beim Knossi in seinem Podcast. Aber gleich hört er mich. Kein Problem. Dann ruf irgendwann zurück. Ja, nee. Du bist ja Teil des Podcasts jetzt, weil ich eine Frage an dich habe. Ross Anthony waren Teil des Podcasts. Das fand ich irgendwie geil. Und zwar, Ross, hast du heute schon gesungen? Ob ich heute schon gesungen habe, ja. Ja! Was? Er hat ja gesagt. Ja, Phil, Gott sei Dank, er spielt schon also durch. Nicht nur in die Dusche, aber im Auto habe ich einige Songs eingesungen, was ich fürs Wochenende brauche. Und im Garten auch, als ich die Fische... Oh, Oliver, bleib bitte kurz. Ja, aber, wir müssen noch kurz. Hört ihr, ich habe die ganze Zeit auch gesagt, dass du heute schon gesungen hast. Ja, ja. Mein Lieber, was? Ich melde mich nachher nochmal. Danke. Hören. Jetzt komme ich. Ciao, ciao. Ja, Ross Anthony, leider zu spät, ne? Steve. Leider Wieso? Zu spät. Wieso? Das war ein Punkt für mich. Na, nee. Okay. Es war leider nicht im Rahmen, vor allem, also okay. Den klaren Punkt hätte ich dir vielleicht auch gegönnt, aber mit der klaren Abmoderation. Aber Ross Anthony, auf den ist der klar, wenn der er dir keinen klaren Punkt gönnt, dann... Wie, was, mit welcher klaren Abmoderation? Was? Wie, wo? Ich habe ihn gefragt, ob er heute gesungen hat. Das war doch die ja, Frage. Ja, aber das war nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo ja. das Spiel noch am Laufen war. Wir sind ja schon mit jetzt im Gespräch jetzt ist mit aber Olli in der Leitung. Gerade. Olli, hallo Olli, hier ist der hallo, Steven. Olli. Ja, hallöchen. Knossi hier. Hallo. Knossi und Steven Gätjen, der echte Olli. Der Hammer. Das ist doch der Hammer, oder? Wenn du an Steven Gätjen denkst, Ende. Sag mal ganz ehrlich, was fällt dir ein, wenn du an Steven Gätjen denkst? Kino oder Couch? Ah, ja, danke dir. Danke dir, mein lieber Olli. Ich habe auch direkt eine Frage ja. an dich. Olli, hör mal ganz ja, genau zu. Warst du heute schon auf Twitch? Nein. Oh, wusste ich. Hey, Olli. Heute Abend gehst du bestimmt drauf, ne? Oder rein ja. ins Stream. Ja, siehst du. Oh, ja. Danke, Olli. Olli, da habe ich gedacht, dass du heute schon unterwegs warst. So, weißt du, kurz in die App rein, irgendetwas. Ist egal. Okay, ich habe auch eine Frage an dich. Hast du heute dir schon die Haare gewaschen? Ja. Ja! Richtig. Hast okay. du geduscht, ne? Du hast geduscht und wäschst dir dabei immer die Haare? Ja. Ja, natürlich, ja, natürlich. Immer, oder? Natürlich! Ja. Natürlich, na, Oliver. Okay, aber ich zum Beispiel, Oliver, ich dusche, aber wasche mir nicht immer die Haare. Das mache ich anders da. Okay, genau. Gut. Okay, dann habe ich zwei Punkte gemacht jetzt. Also ist 2-2. Nee. Nö. Ja, ich wollte nur mal unseren Quizmaster ich testen bin und auch da, ja. Ich bin schon da. Ich vergebe euch die Punkte. Und es steht damit jetzt 3-1 für okay. Knossi. Oh, schön. Olli. Und super. Oliver, vielen, vielen Dank.
fürs Mitmachen. Und auch, ich finde es irgendwie seltsam, ich kann dich ja nicht sehen. Ich sehe nur Knossi, mich und Steven. Ja. Und ich muss sagen, dafür, dass Steven sagt, dass er manchmal nicht die Haare wascht, sieht er von uns auf jeden Fall am gepflegtesten aus, irgendwie, was die Haare angeht. Oh, danke. Ja, weil ich eine Baseballkappe aufsetze. Ja, da, stimmt. Da schließe ich mich mit an. Olli, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Entschuldige, dass wir dich überfallen haben. Gerne. Danke, Olli, gell? Und wir sehen uns heute Abend auf Twitch. Sehr gerne. Ciao, ja, ciao. Tschüss. So, also, an alle zukünftig eins auf die Ohren. Der Podcast mit Knossi. Ich war drin. Und hallo, Amun. Chris, ich grüße dich. Schön, dass du wach geworden bist und jetzt da bist. Ich habe dich schon schmerzlich vermisst. Und so, jetzt kurz die Story. Wer aus dem Saarland kommt, der kann jetzt damit was anfangen. Ich habe Tour gehabt. Ich habe gerade den Podcast abgespielt, Tobi. Hallo, grüß dich. Kannst du ja im Nachhinein noch schauen. Ich werde das auch auf YouTube jetzt stellen, nachher. Ich habe dir bei Insta geschrieben. Ah, muss ich gleich schauen. Sorry. Also, pass auf. Ich habe Tour gehabt und ich wusste ja, dass die mich anrufen. So circa, hat gehießen, so zwischen 3:30 und 4:30 werden sie mich anrufen. Gut. Ich habe Tour gehabt in Blieskastel. Und wer aus dem Saarland kommt, weiß, dass in Blieskastel nicht unbedingt das beste Netz der Welt herrscht. Ey, ich habe einen Parkplatz nach dem anderen gesucht, bis ich einmal ein freies Netz hatte. Ich habe so geschwitzt, dass ich nicht erreichbar war. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, dann weißt du, wie es da ist, ne? Aber ich habe irgendwann einen Parkplatz gefunden. Jetzt kam das Geile. Um 2:30 war ich ready. So, und ich die ganze Zeit Angst gehabt, dass die mich nicht erreicht haben, wegen Netz und so, weil Netz war öfters mal weg, ne? Und sie haben sich Zeit gelassen, bis 4:20 mich anzurufen, weil die sich verquatscht haben in dem Podcast. Ich habe nachträglich heute endlich mal hören können. Und ich habe schon meiner Kontaktperson geschrieben. Sag mal, habt ihr schon angerufen? Habt ihr mich nicht erreicht? Und ich habe keine Antwort bekommen. Ja, ich war auf dem großen Parkplatz in der Nähe vom Lidl, glaube ich, war das. Da ist immer jetzt. So, jetzt habe ich bekommen Instagram. So, auf jeden Fall, dann haben sie tatsächlich angerufen. Jetzt kam der Gag, was ihr eben gehört habt. In dem Moment, wo ich dran war, hat aber der Ross Anthony zurückgerufen. Und ich habe das nicht so alles nicht ganz verstanden. Ich habe die ganze Zeit dazwischen gelabert, ne? Und man hat mich aber im Original-Podcast gehört die ganze Zeit. Und ich, ja, gesungen. Nur ein, eigentlich nicht. Und immer der Quizmaster, Olli, du bist gleich dran, sei ruhig. Es war so witzig, ne? Aber wie ich dann, ich habe mich wirklich gefreut, endlich, es war ja wirklich nur ganz kurz, ne? Ich wollte Knossi eigentlich noch zum Wrestling einladen. Steven Gätjen, ein Mann, den ich absolut vergöttere vom Moderationswesen her. Ich war so happy, dass der dran war. Er hat sich ja mega gefreut, dass ich seinen Podcast erwähnt habe, Kino oder Couch, dass ich wirklich mag und wirklich mag. Und es war mega. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und an dieser Stelle, das schneide ich noch mit rein, extra bei YouTube. An dieser Stelle vielen lieben Dank, Knossi, Podstars, OMR. Vielen lieben Dank dafür, dass ich mitmachen durfte. Steven Gätjen, lieber Gruß geht raus. Wie es ausgegangen ist für den OMR-Quiz, sage ich jetzt nicht. Das müssen die Leute selber hören. Eins auf die Ohren mit Knossi. Unbedingt hören. Jede Woche ein anderer Gast. Mega geil.